Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr heute wieder mit dabei seid. Ich begrüße euch heute sehr gern mit einem Gartengruß, denn ich befinde mich auf meinem Grundstück, auf unserem Grundstück und möchte euch heute nicht nur zeigen, wie ihr dieses Mandala malen könnt. Die Anleitung dafür kommt wie immer jetzt gleich im Anschluss, sondern ich möchte euch auch mal den Grund sagen, weswegen jetzt 3 Wochen Ruhe gewesen ist und warum es unter Umständen in der nächsten Zeit auch zu Verzögerungen kommen kann. Denn, wie ihr hier drüben sehen könnt, haben wir aktuell eine Baustelle, denn wir können endlich unser Haus bauen nach der ganzen Corona-Zeit, was uns jetzt viele Nerven gekostet hat. Und nun ist es soweit und das ist für uns natürlich unheimlich aufregend. Es gibt viel Ärger, aber auch viel Freude. Und ja, darum komme ich aktuell natürlich neben meinem Beruf sehr selten zum Malen. Trotzdem bemühe ich mich natürlich nach wie vor, euch immer mal was Neues zu präsentieren, aber irgendwie Kreativität fließt gerade nicht so von alleine. Ich denke mal, viele von euch kennen das, wenn es gerade mal privat aufregend ist, dass man dann den Kopf schlecht frei bekommt für solcherlei Dinge. Nichtsdestotrotz wünsche ich euch jetzt unheimlich viel Spaß bei diesem Mandala. Ihr seht schon, Ordnung ist das halbe Leben und wenn es eben zu Hause nicht ist, dann wenigstens in eurer Kunst. Das sind sogenannte gestapelte Punkte, so habe ich das mal genannt. Und wie das genau funktioniert und wie man das also macht, das seht ihr jetzt gleich im Anschluss. Wir sehen uns beim nächsten Mal und viel Spaß beim Video. Wir beginnen heute mal mit einem echten Stein. Den habe ich schon eine ganze Weile liegen. Ihr seht das, das ist schon etwas länger her, dass ich den ersten Teil aufgenommen habe. Und zwar habe ich mir hier erstmal wieder mit einem Zirkel einen Kreis vorgezeichnet und den grundieren wir dann mit schwarzer Farbe. Je nachdem, wie gut dein Schwarz deckt, brauchst du hier 2 oder vielleicht sogar 3 Schichten. Versuche darauf zu achten, dass dir der Rand gut gelingt, dass das also nicht fransig aussieht, sondern eine richtig klare Kante ergibt. Dann kannst du auch, wenn du das möchtest, noch mit so einem Schwammstift drüber gehen, um dann die Pinselstriche einfach zu entfernen, dass das eine ebene Oberfläche gibt. Für dieses besondere Mandala habe ich mir vorher eine Skizze gemacht und habe mir auch aufgeschrieben, welche Farben ich verwenden möchte. Wenn du die Skizze übernehmen willst, dann drückst du einfach hier schnell auf Pause und dann kannst du dir das abzeichnen. Ich habe dabei darauf geachtet, dass der Kreis auf dem Stein und der Kreis auf meiner Skizze ungefähr gleich groß sind, ne? Und dann, wenn du dann mit deiner Skizze einfach zufrieden bist, die du natürlich auch ganz anders machen kannst, also einfach so, wie es dir gefällt, dann legst du dir die am besten vor dich hin und überträgst das Ganze auf deinen Stein. Die Kreise, die ich jetzt hier als Hilfslinien zeichne, die haben jetzt keinen ganz besonderen Durchmesser. Das ist alles Augenmaß und ist dann auch nicht 100% genau das gleiche wie auf der Skizze. Aber darauf kommt es zumindest für mich jetzt auch hier nicht an. Also ich habe hier jetzt einige Kreise gezogen mit dem Zirkel und dann nochmal 2 Kreuze mit dem Bleistift und das reicht mir eigentlich. Und danach kann ich ja schon anfangen, dieses Blütenmuster einzuzeichnen. Und ja, wie du jetzt hier auch siehst, da ist mir hinterher aufgefallen, ich brauche vielleicht noch einen weiteren Kreis und den fügst du dann ein und dann zeichnest du dein Muster auf. Auf jeden Fall empfehle ich aber ganz sehr, dir hier die Hilfslinien zu zeichnen, damit du nicht aus der Symmetrie rauskommst. Denn im Unterschied zu den meisten anderen Mandalas, deren Anleitungen du finden kannst auf meinem Kanal, beginne ich hier nicht mit den Punkten und kann dann einfach über die Punkte die Symmetrie halten, sondern ich beginne damit, alle vorgezeichneten Bleistiftlinien mit Goldfarbe zu umranden. Und da fällt es schwer, ohne Hilfslinien einfach symmetrisch zu bleiben. Diese beiden Goldtöne, die du hier sehen kannst, sind die, die ich besitze. Das ist einmal ein klassisches Gold, was wir hier auch benutzen und etwas, was eher so in Richtung, also es hat so einen leicht kupfernen Unterton, das ist dieses Maya-Gold, was auch in den anderen Videos ab und zu mal auftaucht. Da gab es schon mal Fragen dazu, welches Gold ich jetzt genau verwende und jemand hat sich fälschlicherweise dieses Maya-Gold im Internet bestellt und hat aber sozusagen das falsche Gold, was unheimlich teuer war, da war glaube ich 10 Euro oder so, der Tiegel. Und das war natürlich ein bisschen ärgerlich. Deswegen
Wen das interessiert, dann spult nochmal schnell zurück, schaut euch das genau an. Ich habe diese beiden Goldtöpfchen ehrlicherweise einfach aus dem Rossmann gekauft. Das ist so ein mittelpreisiges Segment. Also ich möchte mal sagen, vielleicht 2,50, 3,50. Aber die Konsistenz ist prima. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Ich mache hier nichts mehr. Ich nehme das so, wie es da rauskommt. Und ja, und es hält halt auch ewig. Ja, das muss man sagen. Deckt gut, hält ewig. Also ist auf jeden Fall, die 3 Euro ist es wert. Für mich auf jeden Fall. So, ja, mal zurück zu diesem Muster. Und zwar, ich verwende jetzt hier meinen Schlepperpinsel, den ich mir mal auf einer Messe besorgt habe. Das ist also einer, der besonders dünn und gleichzeitig aber auch sehr lang ist. Den kann man auch benutzen, um diese Tränen oder Wischer zu malen, aber der macht sich halt auch unheimlich gut, um hier dünne Linien vorzuzeichnen. Und ja, wenn man das dann ein bisschen raus hat, wie man mit dem umzugehen hat, dann muss man auch hinterher nicht mehr so viel korrigieren. Auch da habe ich Anfragen bekommen zu diesem Pinsel, wo ich den her habe und was das genau für einer ist. Es ist nicht so einfach, den online zu finden. Es gibt oft Sets von Schlepperpinseln in unterschiedlichen Stärken. Weiß ich jetzt nicht, ob das so notwendig ist, ne? Also ich empfehle hier eine Stärke von mindestens 5,0, besser vielleicht auch 10,0, also so dünn, wie ihr ihn kriegen könnt. Aber einen 10,0er Schlepperpinsel, den, weiß ich nicht, den richtig guten habe ich nur für 10 Euro im Internet gefunden. Aber ich meine, wer kauft sich für 10 Euro einen Pinsel? Also ist schwierig. Wen von euch das jetzt nicht so sehr stört, der kann gerne unten in die Videobeschreibung schauen. Ich habe euch diesen Pinsel dort verlinkt und aus meiner Sicht ist der auch gut. Kann man sich sicher wirklich zulegen. Aber das müsst ihr selbst entscheiden, weil das ist natürlich schon eine Hausnummer. So, in der Zwischenzeit hier mal zurück zum Muster. Ich bin jetzt hier also die Bleistiftlinien, das Muster im Wesentlichen lang gegangen mit meinem Pinsel und habe dabei darauf geachtet, dass der kleine mittlere Kreis und der Kreis, der etwas weiter außen ist, dass die dicker sind als die Blütenlinien in diesem Mandala. Das werdet ihr gleich noch sehen. Und natürlich passiert es dann da, dass man mal was verkleckst oder dass irgendeine Spitze nicht richtig ist. Deswegen bin ich hier also nochmal mit Schwarz rundherum gegangen und habe dafür gesorgt, dass meine Linien alle ungefähr gleichmäßig dick sind, dass da kein Klecks ist oder keine schwarze Stelle, die eigentlich Gold sein müsste. Beziehungsweise natürlich drauf geschaut, dass eben dieser innere und der äußere Kreis, dass die etwas dicker sind als der Rest. Das kann eine Weile dauern, zugegebenermaßen, gerade wenn man vielleicht auch mit diesen Pinseln jetzt keine Übung hat. Aber ich meine, es ist ja auch schon, dann hast du ja schon die Hälfte vom Mandala geschafft. Ne? Also es ist ganz klar, dass das einfach ein bisschen dauert. Und dann nehmt euch wirklich Zeit, dass das schön ordentlich wird. Auf jeden Fall wirkt es sehr beruhigend, wenn man sich da mal eine halbe Stunde damit beschäftigt und sich hier ordentlich konzentriert. Ja, ihr merkt es schon, ich habe wieder ein technisches Element mehr eingebaut. Und zwar habe ich jetzt so eine Handyhalterung mir mal gekauft. Und schreibt mir gerne mal in die Kommentare, wie ihr diese Weise der Aufnahme hier findet, dass man also zwischendurch immer mal so eine andere Perspektive hat. Ich fand es ganz nett. Vielleicht wirkt es auf den einen oder anderen störend, aber da interessiert mich mal wieder eure Meinung, ob ihr das gut findet. Wenn ihr dann also alle eure Bleistiftlinien, euer gesamtes Muster mit der Goldfarbe nachgezogen habt und das schön mit Schwarz gesäubert habt, sodass alles gleichmäßig ist, dann radiert ihr die restlichen Linien mit dem Radiergummi weg. Da gibt es eigentlich nichts, was man beachten muss. Da kann man auch richtig aufdrücken. Wichtig ist einfach, dass die Goldfarbe und der Hintergrund richtig trocken ist. Und dann könnt ihr da drüber radieren ohne Probleme. So, ich muss mich hier mal entschuldigen. Meine Palette sieht wirklich aus wie der letzte Husten. Ich war aber ehrlich gesagt zu faul, die sauber zu machen. Und ich habe jetzt hier einfach noch die restlichen Töpfchen verwendet, die hier noch frei waren. Ich verwende also für die Mitte einen, ja, so einen gelblichen Ockerton. Ich habe ja auch Ocker und Gelb miteinander gemischt, um diese Farbe zu erzeugen. Und dann habe ich mir noch zwei lila Töne vorbereitet. Und ich beginne jetzt also diese Flächen komplett mit Punkten zu füllen. Und ihr werdet jetzt auch gleich feststellen, warum ich dieses Video also
bezeichnet habe mit gestapelte Punkte. Und zwar variieren wir bei diesen Mustern nicht in der Punktgröße, jedenfalls nicht wesentlich. Alle Punkte, die ich setze, setze ich mit diesem Werkzeug, was ihr hier sehen könnt, und das hat ungefähr einen Durchmesser von 3 mm ungefähr. Ja, das ist so ein kleines Stäbchen. Und damit setze ich jetzt gleich große Punkte. Und zwar so nah wie möglich aneinander. Ja, und eben ohne, dass sie sich in der Größe unterscheiden. Und auch die kleinen Zwischenräume, die hier entstehen, werden jetzt mit kleinstmöglichen Pünktchen noch aufgefüllt. Dafür nehme ich eins von meinen Kugelwerkzeugen, und zwar das dünnste, was ich habe. Solltet ihr im Besitz von so einer kleinen Nadel sein, oder einfach halt die Stopfnadel nehmen oder den Zahnstocher, das wisst ihr ja, dann könnt ihr das auch verwenden. Wichtig ist, dass wir hier also ganz, ganz kleine Punkte machen, um die Zwischenräume zu füllen. Und dieses Werkzeug mit den 3 mm Durchmesser, das benutze ich jetzt über das ganze Mandala hinweg. Ich nehme kein anderes und fülle nun also auch die innersten Blütenblätter hier mit der gleichen Größe von Punkten und mache das also immer so, dass ich eine Reihe Punkte habe und die darauf folgende Reihe setze ich immer so ein bisschen versetzt in die Zwischenräume rein. Das ermöglicht es mir, die Punkte sehr eng aneinander zu setzen, und trotzdem habe ich dann immer noch diese kleinen Lücken übrig, wo ich also die winzigen Pünktchen dann noch reinsetzen kann. Ihr werdet dann merken, dass in euren Flächen, die ihr auspunkten sollt, dass das natürlich nicht immer hundertprozentig aufgeht. Ne? Dann merkst du, du kommst an den Rand, eigentlich fängt dort der Punkt an, aber der Platz ist zu klein, um einen ganzen Punkt zu setzen. Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder du machst das dann so wie ich und malst sozusagen nur noch einen Halbkreis an den Rand, oder es stört dich einfach nicht und du nimmst dann, wenn es Richtung Rand geht, einfach kleinere Punkte. Ja? Dann hast du zwar nicht mehr ganz den Effekt, um den es jetzt hier geht in diesem Video, aber ich meine, stört ja keinen. Ne? Wenn du jetzt sagst, ach nein, weißt du, ich habe da jetzt keine Lust, mir die halben Kreise jetzt da noch hinzumalen, da brauche ich ja ewig, dann mach die Punkte etwas kleiner und füll den Raum dort einfach so, wie dir das gefällt. Ja, und das musst du jetzt einfach über die ganzen Flächen machen. Ich habe mir, wie gesagt, aufgeschrieben, welche Flächen ich mit welcher Farbe dann ausmale oder bepunkte, und habe auch diese Skizze die ganze Zeit neben mir liegen, damit ich das also nicht aus Versehen falsch mache. Das habe ich mir vorher ein bisschen überlegt, welche Farben gut zusammenpassen und wie das Muster dann am Ende aussehen soll. Auch das wieder nur ein Vorschlag. Ich bin halt so Freund von Lila mit Grün, das geht für mich immer gut. Das mag ich einfach und deswegen habe ich das jetzt hier genommen. Ja. So, dann haben wir hier diese langgestreckten, ja, ich hätte es jetzt fast Dreiecke genannt, aber es ist ja eigentlich ein Viereck. Also diese langgestreckten Flächen da in der Mitte der zweiten Runde von den Blütenblättern. Und auch dort verwende ich nochmal das dunklere von beiden Lila-Tönen. Und das seht ihr schon, nach unten hin kann ich dort gar keinen richtigen Punkt mehr setzen, sondern deute mir dort einfach die Halbkreise an, so wie ich das vorhin schon erklärt habe. Und die Zwischenräume werden wieder mit kleinen Punkten gefüllt. Im besten Fall immer mit zweien übereinander. Aber ihr stellt jetzt hier schon fest, an dieser Stelle, das klappt eben auch nicht immer. Für mich ist das ärgerlich, weil ich so ein perfektionistisches Gen habe. Wenn ich dann dort an einer Stelle mal nur einen Punkt setzen kann statt zwei, da kriege ich schon gleich Schnappatmung. Aber ich denke mal, das ist vielleicht bei euch jetzt nicht ganz so schlimm ausgeprägt. Und deswegen macht euch da einfach kein Stress, am Ende fällt das ja keinem auf, ob dort einer oder zwei kleine Pünktchen irgendwo sind. Solche Fehler sieht man einfach immer selbst am meisten. Ja, da muss man sich vielleicht ein bisschen davon lösen, dass das dann ganz schrecklich ist, wenn das mal nicht so aufgeht. Die Ränder dieser äußeren Blütenblätter mache ich dann mit dem helleren Fliederton. Kann man sich also, ich glaube, ich habe das, möchte ich sogar sagen, habe ich sogar gemischt. Oder? Ah, ich weiß gar nicht mehr, ob ich das gemischt habe oder ob ich die Farbe direkt aus der Tube genommen habe. Ihr wisst ja, ich schaue das jetzt im Anschluss gleich nochmal genau nach, welche Farben ich genommen habe, und schreibe euch die Firmen und die Namen der Farben für diesem Video immer unten in die Videobeschreibung. Das könnt ihr also auf jeden Fall nachlesen, wenn ihr wirklich dieselben Farben nehmen wollt wie ich. Ja.
Und das machst du dann einmal rundherum. Das dauert, wie gesagt, eine Weile, weil dadurch, dass du ja auch immer die Punkte eventuell zur Hälfte oder zum Viertel da reinmalen musst, geht es nicht so super schnell von der Hand. Das muss man einfach wissen. Und wenn du das dann aber geschafft hast, dann gehst du wieder zu deiner Farbe, die du schon ganz in der Mitte verwendet hast. Das ist bei mir hier dieser gelbliche Ockerton. Und damit fülle ich diese Halbkreise, die hier den Rand des Mandalas bilden. Auch dort diese Technik mit den gestapelten Punkten. Am unteren Ende ist das genauso, dass bei mir wunderbar vier von diesen Punkten nebeneinander passen und dann drei oben drüber, jeweils in die Zwischenräume. Und alles, was dann noch übrig bleibt, das fülle ich dann auf mit kleinen Pünktchen oder ja, male mir das eben so zurecht, dass es passt. Als nächstes braucht ihr verschiedene Grüntöne. Und ich habe euch jetzt hier die hingelegt, mit denen ich gearbeitet habe und mit denen ich auch gemischt habe. Und zwar nehme ich jetzt hier die beiden mittelsten Grüntöne. Das ist eins, was eher so ein helles, moosiges Grün ist. Das zweite, was ich reingemacht habe, was hier kräftiger wirkt, das ist ein Limettengrün, heißt das Lime Green. Das ist schon ziemlich quietschig, sage ich mal. Und habe das Ganze noch ein bisschen aufgehellt, indem ich mit meinem Couscousgelb reingegangen bin. Und kleiner Trick, wenn ihr die Blasen raushaben wollt aus euren Näpfchen, dann schlagt das ein paar Mal kräftig auf den Tisch. Nicht so kräftig, logisch, dass die Farbe rausspritzt, aber da kann man schon also ordentlich einfach draufhauen und dann platzen die Bläschen da drin. Sonst habe ich euch ja immer gesagt, dass ihr das mit dem Bunsenbrenner auch machen könnt. Ja, Hitze lässt ja die Luftbläschen auch platzen, aber mit dem Klopfen auf den Tisch funktioniert das auch ganz gut. Ja, und dieses selbstgemischte Hellgrün, was ihr hier seht, das nehme ich jetzt also für die Ränder. Und zwar mache ich jetzt erstmal die grobe Arbeit. Also ich fülle hier die größeren Lücken mit den Punkten. Und ja, ihr seht schon hier, das ist auch nicht immer alles hundertprozentig so richtig. Manchmal verrutscht man irgendwie, verliert den Überblick und dann sind die Punkte auch nicht mehr ganz so genau in der Reihenfolge, aber es fällt am Ende wirklich überhaupt nicht auf. Also ich habe mich einfach bemüht, die Punkte hier wirklich gleich groß zu halten. Das war mir wichtig, dass ich dort, ja, dass ich dort also keine Abweichungen habe. Aber die Anzahl der Punkte, das variiert auch manchmal von Fläche zu Fläche, weil man ist eben einfach mit dem Augenmaß nicht hundertprozentig symmetrisch und man hat dort nicht immer genau die gleiche Größe. Und dann passiert das eben. Aber wie gesagt, das merkt man ja hinterher gar nicht mehr. Dann nehme ich hier ein dunkles Grün. Ich glaube, das ist das Classic Green von Focard, was ich hier nehme, direkt aus der Flasche und habe mir es aber auf jeden Fall noch verdünnt. Das möchte ich euch also auch sagen. Das hat eine Konsistenz. Ja, flüssig wäre zu viel gesagt. Es ist nicht ganz flüssig, aber es ist so dünnbreiig. Smoothie-mäßig, ich weiß nicht. Ja, das ist also dann die richtige Konsistenz und damit kann man also schöne Punkte machen. Und ich fülle jetzt hier den Zwischenraum zwischen den lila Blättern und den gelben Halbkreisen am Rand mit kleinen grünen Punkten. Ich habe jetzt auch überlegt, ob ich diese Fläche mit den 3 mm Punkten machen möchte und habe mich dann dafür entschieden, dieses System mit den gestapelten Punkten an dieser Stelle mal zu unterbrechen, dass es einfach fürs Auge nicht langweilig wird, sondern dass man dort noch mal ein bisschen was Spezielles drunter hat. Die Punkte werden trotzdem gestapelt. Also es ist jetzt nicht willkürlich, wie ich die hier reinsetze, sondern immer die nächste Runde Punkte in die Zwischenräume der vorangegangenen. Das machen wir schon. Aber das Werkzeug ist ein anderes. Die Punkte haben jetzt einen Durchmesser von 1 mm vielleicht. Das klingt nicht viel, aber es ist auf jeden Fall größer als die kleinen Punkte in den Zwischenräumen, die wir bis jetzt gesetzt haben. Ja, und damit wird das also alles in der gleichen Größe ausgepunktet, dieser Zwischenraum dort. Ja, und dann habe ich mir überlegt, okay, wir brauchen noch mal irgendwie was Spezielles, etwas, was wir noch nicht hatten. Und setze jetzt also in die verbleibenden Zwischenräume am Rand des Mandalas solche kleinen Büschel von Farbtränen. Ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Ihr seht es ja jetzt hier. Und zwar habe ich mir jetzt noch ein ganz, ganz helles Grün gemischt.
wirklich ganz hell, fast also eher so beigelich grün. Und damit mache ich den ersten senkrechten Wischer. Und rechts und links davon gehe ich dann mit dem hellgrün, was ich noch in der Palette hatte, dran vorbei. Und dann als dritte Farbe nehme ich das dunkelgrün, wo wir gerade dort den Zwischenraum ausgepunktet haben. Und dann hast du diese Farbbüschel mit einem kleinen Farbverlauf in diesem Zwischenraum und hast damit nochmal eine kleine Abwechslung im Muster. Und das, was jetzt noch übrig bleibt an schwarzem Hintergrund, das punkte ich jetzt so aus, dass es passt. Na, ich nehme mir so ein relativ kleines Werkzeug und fülle das dort einfach noch auf mit dem hellgrün, ja, damit einfach die Fläche dann geschlossen ist. Ja, da habe ich mir aber eben bis jetzt Zeit gelassen, weil ich noch nicht genau wusste, was ich dort in diesem letzten Zwischenraum mache. Das ist dann eher spontan passiert. Und dann ist das Mandala fertig. Ich setze hier nicht nochmal doppelte Punkte drauf, sondern ich lasse das so flächig ausgepunktet. Es wirkt halt sehr ordentlich. Irgendwie erinnert mich das auch an so eine Kissensteppung. Ich weiß auch nicht, das sieht irgendwie so ähnlich aus. Und es ist einfach mal was anderes. Ihr müsst jetzt selbst entscheiden, ob euch das gut gefällt oder ob ihr eher die übliche Variante des Mandala-Punktens präferiert. Könnt ihr mir auch sehr gerne in die Kommentare schreiben, ob das was für euch ist oder eher nicht. So, wenn dann alles gut getrocknet ist, also lasst es dann ruhig mal eine Nacht liegen, dann müsst ihr es noch versiegeln. Entweder ihr habt dafür ein Acrylspray in matt, in glänzend oder irgendwas anderes. Ich nehme wie immer mein Mod Podge mit Seidenglanz und mache das zweimal auf der Vorderseite und zweimal auf der Rückseite. Und wenn das dann auch getrocknet ist, das geht sehr schnell, binnen einer halben Stunde kannst du den wieder gut anfassen, dann ist dein Mandala fertig. Und ja, so sieht das aus. Wenn euch der Stein gut gefallen sollte und ihr aber Angst habt, dass ihr es selber nicht hinkriegt, dann schaut sehr gerne mal in meinem Etsy-Shop vorbei. Dort ist der nämlich auch drin. Und allen anderen wünsche ich ganz, ganz viel Spaß beim Nachmachen und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis bald!